Herzlich willkommen zu meinem Talk über Datenintegrität in verteilten Systemen mit SAGAS und BPMN. Eine Sache gleich vorweg, es gibt dieses fantastische Bonmot, als Miles Davis und John Coltrane zusammen Musik gemacht haben, hat John Coltrane immer so lange Solos gespielt und quasi kein Ende gefunden. Dann hat ihn halt Miles Davis irgendwie gefragt, sieht's aus, warum spielst du immer so lange Solos? John Coltrane hat darauf gesagt, naja, ich weiß halt nicht, wann ich Schluss machen soll. Und ich finde immer keinen guten Punkt zum Ausstieg. Die Antwort von Miles Davis daraus ist Musikgeschichte. Well, you could just take your horn out of the mouth. The horn out of your mouth. Also nimm einfach das Saxophon aus dem Mund. Ich sehe und höre euch nicht. Das heißt, vielleicht kann der eine oder andere, wenn es Fragen gibt, sich die bis zum Ende aufsparen, wenn ich dann in den Chat gucke oder jemand übernimmt das zu moderieren und mich auf Fragen aufmerksam zu machen. Okay, los geht's. Mein Name ist Florian Weiner. Auf Twitter bin ich als @Weiner unterwegs. Ich arbeite schon seit relativ langer Zeit bei der Tarent Solutions GmbH. Auch dieses Jahr wieder Sponsor der Frostcon und auch wieder gerne Sponsor der Frostcon. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir das endlich wieder vor Ort machen können, mit einem Stand. Außerdem bin ich Unioner, ja, und begeisterter Unioner und habe es damit auch auf das Cover eines nationalen Magazins geschafft. Ja. Hier ist mein Arm. So. Und am Mittwoch gibt es dann das Rückspiel der Confed Cup Qualifikation. So, also was ist die Agenda heute? Ich möchte erklären am Anfang, oder möchte ich versuchen aufzuzeigen, warum Asset nicht genug ist in verteilten Systemen. Dann zeige ich zwei Alternativen. Zum einen Two-Phase-Commit oder 2PC und halt Saga, was ich auch versuche mit einer Demo zu demonstrieren. Ich hoffe, das klappt. Das ist meine erste Demo auf einer Präsentation. Und dann ziehe ich auf einem Talk und dann ziehe ich noch ein kurzes Fazit. Asset ist nicht genug. Warum ist Asset nicht genug? Das ist eine meiner Fragen, die ich bekommen habe, irgendwie, da erinnere ich mich ja noch sehr, sehr gut dran, weil es ja, obwohl es schon eine Weile her ist, in der Verteidigung meiner Diplomarbeit, war, wofür steht denn eigentlich die Abkürzung Asset? Ja, ich habe dann ganz schön rumgestottert irgendwie und glaube ich nicht kohärent, keine kohärente Aussage getätigt oder mich nicht kohärent geäußert. Heute weiß ich und kann es auch im Schlaf zitieren, Asset steht für Atomizität, Konsistenz, Isolation und Durability. Das heißt, Datenbanktransaktionen sind atomar, entweder ganz oder gar nicht, konsistent. Wenn die Datenbank dann vor der Transaktion im konsistenten Zustand war, ist sie das dann auch. Das heißt, alle Foreign Keys und andere Constraints sind erfüllt. Transaktionen sind isoliert voneinander, haben halt keinen Einfluss aufeinander. Und sind durable. Das heißt, wenn sie einmal committed ist, sind die veränderten Daten auch dauerhaft verändert. So, jetzt nehmen wir uns hier für den Rest der Präsentation eine Prämisse, die will ich gleich hier auflösen. Und zwar habe ich mir die bei Chris Richardson in seinem Talk abgeguckt. Die Summe, also angenommen, wir bauen einen Online-Shop mit der Invariante, dass die Summe aller offenen Orders eines Kundens nicht, also die Summe der Preise, der Kosten aller offenen Order eines Kundens nicht das Credit Limit des Customers übersteigt. Das sieht in einer monolithischen Architektur in der Regel so aus, ja, hier irgendwie mit so Pseudo-Java erklärt. Wir haben also irgendwie eine Klasse Order Service, die eine Methode, also vielleicht heißt sie auch anders, aber eine Klasse Order Service im Service Layer, die eine Methode hat, die vermutlich als transaktional annotiert ist im Order Management. Und dann werden da eine Handvoll Entities verwaltet, irgendwie das Order Entity und das Customer Entity vom Customer Management. Die greifen zu halt oder bilden halt Datenbanktabellen in der Datenbank ab, den Order Table oder halt den Customer Table. So, das wird dann also, wenn man jetzt eine Transaktion created, also nicht eine Transaktion created, sondern eine Order aufmacht, dann wird halt eine
Transaktion begonnen. Das Total der Order wird vom Customer, für den gegebenen Customer wird rausgesucht, dann wird das Credit Limit rausgesucht und wenn die Invariante matcht, dann wird halt in die Order-Tabelle hinzugefügt und dann wird die Transaktion committed. Das funktioniert super, ja, weil gleichzeitige Transaktionen sind für denselben Kunden halt serialisiert werden, nacheinander ausgeführt. Man kann jetzt diskutieren über Isolation Levels. Das will ich hier nicht machen. Ich würde jetzt einfach die Annahmen akzeptieren, dass die halt serialisiert werden. Nun ist es nicht genug, das Asset, ja, weil wir von Monolithen wegkommen, auch wenn die IT-Legende Jim Bray sagt, wie viele andere, stick with the nice and simple monolith if you can. No, I'm not kidding. Also wenn man mit einem Monolithen durchkommt, mit einer monolithischen Architektur, dann sollte man das auf jeden Fall so versuchen. Ja? Und ein Monolith trägt einen schon sehr weit. Also man kann sehr gut oder man sollte sicher sein, dass man vertikal ausskaliert ist, bevor man anfängt, horizontal zu skalieren. Aber irgendwann erreicht man halt die sogenannte Monolithic Molasses. Jedes erfolgreiche monolithische System wird den Punkt erreichen, an dem die Weiterentwicklung zäh, klebrig und deshalb sehr aufwendig wird. Wir bauen deshalb Microservice-Architekturen, weil die Funktionalität eines Service für eine einzelne Person einfacher zu durchblicken ist als die Funktionalität des gesamten Systems. Weil einzelne Services in Isolation einfacher zu testen sein sollten als das Gesamtsystem mit allen abhängigen Komponenten. Teams können, wenn sie möchten, unterschiedliche Stacks wählen, wobei das ich in der Wirklichkeit erstaunlich selten sehe. Und Teams können parallel arbeiten, ja, durch mehr Geschwindigkeit, durch paralleles Bearbeiten. Das sind so ein paar Punkte. In der Regel sieht ein System dann ein verteiltes System für diesen Shop dann in der Regel so aus. Ja. Wir haben auf der linken Seite einen Browser, der über die Storefront UI zugreift und ein Mobile Device, die halt beide über REST-Interfaces via REST auf ein API-Gateway zugreifen, das dann halt die Requests an die entsprechenden Stellen routet. Den Customer Service, den Order Service oder halt den Pricing Service. Und die haben jeweils ihre eigenen DBs, die Pricing Database, die Order Database oder halt die Customer Database. Microservices sollten dem Single Repository Principle folgen. Das heißt, jeder Service verfügt über eine eigene Datenbank und die Daten des Microservices werden ausschließlich über die von ihm oder vom Service produzierte API modifiziert. Wenn man sozusagen hintenrum in der Datenbank rumfummelt, ist es so ein bisschen wie in den Private Parts von jemandem rumspielen. Das muss nicht notwendigerweise eine physikalische eigene Datenbank sein. Oft ist es auch, sind es auch einfach Schemas, unterschiedliche Schemas auf einer großen Datenbank. Es gibt Leute, die dann von Self-Contained Systems reden. Das ist aber Haarspalterei in meinen Augen. Also wenn ich vom Single Repository Principle rede, dann gehe ich davon aus, dass die Datenhaltung des Microservices halt jeweils dem eigenen dem Service obliegt. Das heißt, wir müssen also eine Transaktion über drei Services aufspannen und jeweils drei verschiedene Databases. So, das geht natürlich, wenn man mit dem Asset, also es geht mit diesem klassischen Asset-Prinzip natürlich nicht. Ja. Transaktionen enden halt an der Datenbankgrenze. Da gibt es jetzt zwei Alternativen zu, die ich heute vorstellen möchte. Die erste sind die Distributed Transactions oder das sogenannte Two-Phase-Commit und Sagas. Lassen wir uns mal zuerst einen Blick auf die Distributed Transactions werfen. Die schlechte Nachricht ist,
Das ist auch keine Option. Also, wie funktioniert das, wenn man Two-Phase-Commit? Mit Two-Phase-Commit gibt es in der Regel einen Process-Coordinator, der halt die Transaktion der Ressourcen oder zwischen den Ressourcen koordiniert. Also der Transaktions-Owner, der Service, der die Transaktion aufmacht, geht zum Process Coordinator und sagt, hier, Transaktion bitte. Dann wendet sich der Process Coordinator an beide Ressourcen, stellt den Request to Commit. Ja, dann gibt es ein Voting der Ressourcen, entweder ja oder nein, alles klar. Ja. Und dann gibt es halt vom Process Coordinator die Ansage, Commit oder Rollback. Ja, je nachdem, wenn alle gesagt haben, ja, dann wird committed. Wenn auch nur einer gesagt hat, nein, gibt es halt einen Rollback. Und das wird dann von den Services acknowledged. Das ist aus verschiedenen Gründen einfach eine doofe Idee, weil zum Ersten ist der Coordinator hier ein Single Point of Failure und alle Transaktionen müssen durch diesen Coordinator. Das ist unglaublich geschwätzig. Ja? Also bei einem verteilten System gehen pro Transaktion O von 4N Nachrichten übers Kabel und das ist ohne Retries. Ja? Das ist also irgendwie, wir können nochmal einen Blick darauf werfen, wir haben hier zwei Teilnehmer an der Transaktion und wir haben offensichtlich 8 Nachrichten bis zum Ende des Acknowledges. Ja? Und wenn das jetzt im Voting dann No gegeben hat, dann haben wir sogar 16, bis dann bei einer Retry eventuell die Transaktion durchkommt. Die ganze Sache wird mit Logs realisiert. Das heißt, irgendwie immer, wenn dann da was passiert, wird ein Log gesetzt. Dadurch wird auch noch der Durchsatz reduziert. Das heißt, 2PCs ist auch nicht besonders schnell. Und was wirklich erschwerend hinzukommt, ist, dass die ganzen meisten oder dass viele moderne Datenbank- und Messaging-Systeme 2PC gar nicht mehr unterstützen, das Protokoll. Also ich glaube zum Beispiel RabbitMQ unterstützt das gar nicht mehr. Na gut, also wenn das 2PC, das klassische 2PC keine Alternative ist, dann werfen wir mal einen Blick auf was anderes und schauen wir mal auf Sagas. Sagas sind schon eine Weile unterwegs. Die entstanden, die wurden zum ersten Mal oder wurden zum ersten Mal formuliert. Das Konzept des Sagas wurde zum ersten Mal formuliert in einem Paper von der Cornell University 1987 als Alternative für langlebige Transaktionen in Datenbanksystemen. Ja, also ist von verteilten Systemen überhaupt nicht die Rede, sondern es ging halt darum, dass irgendwie ein Datenbanksystem, das an einem Mainframe oder zentralen Rechenhosting, halt die ganzen über serielle Schnittstellen oder sonst wie connected Terminals bedienen musste, die halt bei der Datenerfassung unter Umständen langlebige Transaktionen hatten und halt irgendwie dann da unter Resource Starving litt. Und da wurde halt für Datenbanksysteme das Saga-Pattern formuliert. Der entscheidende Satz oder einer der entscheidenden Sätze aus diesem Paper ist: The database management system guarantees that either all transactions in a Saga are successfully completed or compensating transactions are run in to amend a partial execution. Das heißt, dass das Datenbanksystem garantiert, dass alle Transaktionen einer Saga erfolgreich beendet werden oder kompensierende Transaktionen laufen, um eine teilweise Ausführung von nur einigen der Transaktionen rückgängig zu machen. Das sieht also, wir haben halt nicht mehr eine verteilte Transaktion, die sich über in diesem Fall 3 Datenbanken erschreckt, die irgendwann über 3 Services aufgespannt wird, sondern wir haben 3 Services, die jeweils eine lokale Transaktion ausführen auf ihrer Datenbank, dann an die nächste Transaktion, in den nächsten Service weitergeben und dann an Service C committen. So, das sieht dann so aus, hier zum Beispiel, wenn wir das auf unserem Beispielfall beziehen, dann würde jetzt der Order Service die lokale Transaktion zu Create Order aufmachen und einen Order in State Pending aufstellen, einen Customer Service übergeben, und der halt irgendwie
nicht nur irgendwie, sondern auch ganz konkret den Credit reserved auf dem Customer, auf der Customer Entity und dann Bescheid sagt, dass das Order jetzt approved werden kann, ja, im Order Service. So, wichtig ist, dass dieser Compensator folgendes erfüllt: to amend partial executions, each Thaga transaction T should be provided with compensation transaction C. The compensating transaction undoes, from a semantic point of view, any of the actions performed by T, but does not necessarily return the database to the state that existed when the execution of T began. Also, die von der kompensierenden Transaktion C aus hergestellte Zustand, der die Transaktion C rückgängig macht, muss nicht notwendigerweise das System in einen identischen Zustand versetzen, wie es vor der Transaktion T war, sondern in einem dem semantisch entspricht. Also ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich überlegt, man kann ja Rollback-Commits bei Git ausführen, dann hast du zwar den Zustand vor dem eigentlichen Commit, aber trotzdem in der History den eigentlichen Commit und auch den Rollback-Commit abgelegt. Vielleicht könnte man sich das so einfach erklären. So, das sieht also so aus. Wir haben Transaktion A, Transaktion B, Transaktion C, die jeweils über die Compensator A, B und C verfügen. Ja? Generell gibt es für Sagas zwei Wege der Umsetzung. Es gibt einmal die Orchestrierung und die Choreografie. Die Orchestrierung und die Choreografie. Choreografie stellen wir uns immer so vor. In der Regel endet es aber meist eher wie eine Asset House Party. So, ich hatte auch mal so eine Mütze. War eine geile Zeit. Aber ich werde jetzt mit BPMN einen Orchestrierungsweg vorstellen. Es gibt aber natürlich auch für die Choreografie einen Ansatz, um Sagas umzusetzen. Das ist das sogenannte Routing Slip Pattern. Das ist ein Enterprise Integration Pattern. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr das zum Beispiel in diesem Enterprise Integration Patterns Buch nachlesen oder werdet ihr auch schon was finden. So, wie würde man Sagas mit BPMN umsetzen? BPMN steht für Business Process Modeling and Notation. BPMN ist eine grafische Notationssprache, um Geschäftsprozesse zu modellieren und dokumentieren. Und ein Geschäftsprozess oder Business Process ist definiert als a collection of interrelated activities triggered by an independent external event working towards a well-defined specific result. Also ein Geschäftsprozess ist eine Sammlung zusammenhängender Aktivitäten, die durch einen unabhängigen externen Event ausgelöst werden, und diese Aktivitäten arbeiten auf ein gemeinsames, wohldefiniertes spezifisches Ergebnis hin. Geschäftsprozesse können lange laufen, ja, also auch über Tage, was weiß ich, ja, wenn irgendwie ein Paket getrackt wird, können Nutzerinteraktionen erfordern, dass irgendwie ein Nutzer einer Geschäftsbedingungsänderung zustimmt, wie jetzt gerade aktuell ist mit den ganzen Banken, können verschiedene externe Systeme betreffen. Ja? Also System A muss erst etwas tun, bevor System B etwas tun kann. Geschäftsprozesse können fehlschlagen und Error Handling muss eingebaut sein oder muss möglich sein. Ja? Also wenn eine Überweisung platzt, dann darf die Transaktion nicht stattfinden. Ja, zum Beispiel. Und sie können beliebig komplex werden. So. Ursprünglich wurde BPMN von IBM entwickelt, ja, und ist mittlerweile an Standard der Object Modeling Group, der OMG. Das ist die gleiche Organisation, die auch für UML verantwortlich zeichnet und die Weiterentwicklung von UML vorantreibt. BPMN gibt es schon eine ganze Weile. Die Version 1.0 ist von Mai 2004 irgendwie. Dann gab es eine 1.1, 2008, 4 Jahre später.
2009 1.2 und 2011 kam Version 2.0 raus. Und seitdem hat sich da nicht mehr viel getan. Jedenfalls nicht, soweit ich das überblicke. Version 2 scheint die aktuell letzte Version zu sein. So, jetzt ist es so, dass BPMN aufgrund seiner Geschichte oft einen etwas problematischen Ruf hat. Ja, es hat so irgendwie den faden Enterprise-Beigeschmack von großen Systemen, die nicht richtig funktionieren. Es gibt aber seit einiger Zeit leichtgewichtige Implementierungen, die es wieder zu einer interessanten Option machen. Ja, das sind irgendwie insbesondere die vier hier sind bekannt: JBPMN von JBoss, Camunda, Activity und Flowable. Und ich glaube, Camunda und Activity sind beides Forks vor einiger Zeit von Activity. Ganz genau weiß ich es aber nicht. Hier in meiner Demo werde ich gleich Camunda benutzen. Nochmal zur Definition von BPMN. A business process is a collection of interrelated activities triggered by an independent external event working towards a well-defined specific result. Independent external event working towards a well-defined specific result. Wenn wir uns jetzt nochmal unser Transaktionsbild unser Saga-Bild in Erinnerung rufen, haben wir hier drei Transaktionen, die nacheinander ausgeführt sind mit jeweils anhängenden Compensation Transactions, die von einem External Event getriggert werden. Ja, Kunde möchte eine weitere Bestellung auslösen und die wird entweder ausgeführt oder halt nicht. Dann könnte man das auch oder kann man das auch als Business-Prozess beschreiben. Ja. Das ist möglich und sieht dann so aus. Wir haben also hier den External Event, den Independent Event, der ein Order created oder anlegt, das dann den Credit Reserve, den Credit Reserve am Kundenkonto und Order approved und halt dann irgendwie das Order ausführt. Wenn was schief geht, werden halt die ganzen Kompensatoren getriggert und das Order wird refused. Und das hier, was ihr hier oben seht, das ist tatsächlich ein Saga-Pattern für dieses Beispiel-Szenario und ist auch so ausführbar. So, das möchte ich jetzt mal kurz demonstrieren. Und ich werde mal versuchen, eine Demo auszuführen. Mal schauen, ob das klappt. So, also ich habe hier meinen Order-Sager BPMN-File. Da gucken wir mal rein. Das ist einfach bloß ein halbwegs langes XML-File. Was jetzt nicht besonders attraktiv ist natürlich. Deswegen gucken wir uns das mal an in OpenIn. Und da sind wir auch schon. Kann man das sehen? Ich gehe davon aus. Das ist also tatsächlich die ausführbare XML-Datei. Also wir haben hier bei Camunda gibt es irgendwie hier dieses Property-Panel. Halt den Order, der platziert wird und dann die verschiedenen Schritte, die ausgeführt werden. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das aussieht, wenn wir es laufen lassen. Es gibt hier meine Java-Applikation, die ich jetzt mal starten werde. So, Camunda startet, oder ja, das, die Applikation startet, da ist die Engine, da wird mein Order-Saga-Pattern gefunden, in der Version 1, dazu werde ich gleich noch was sagen. Starting to accepting jobs, da sind wir. Wenn ich jetzt also hier ein Order anlege. Das ist jetzt relativ unspektakulär. Ja. Ich
Gefühl, ich schicke halt irgendwie ein JSON an meinen Order Service, der auf Order läuft. Da ist halt irgendwie ein Kundenname drin, Anton, den ich mir hier angelegt habe mit einem Credit Limit von 5 Euro. Und der Test kauft dich mal irgendwie, ne, was weiß ich, Currywurst. Wirklich doof, jetzt online zu kaufen, aber drum. Dann gibt es hier ein 201, Order Created, und wir können uns das mal angucken. Wie es aussieht. Hier unter Order Currywurst mit der die 1 wurde approved. Wenn wir jetzt noch eine zweite Currywurst oder vielleicht hier noch was anderes gehörige Bier kaufen wollen, ja, die Stadionwurst und das Bier, und zwar auch von 4 Euro, dann wird das Order created. Und das sollte jetzt, weil wir über den Credit Limit liegen, cancelled sein. Genau, ja, wurde abgelehnt. Was passiert da? Also, wir erzeugen einen Order Request. Ja, hier kommt also das Order DTU rein, was ich ja gerade gezeigt habe, mit ein bisschen, ja, mit einem Kundennamen, Description und einem Preis. Das wird direkt an das Order Saga übergeben. Das Order Saga nimmt das Order DTO entgegen. Verfügt hier über die Prozess Engine, schreibt sich die das Order DTO als JSON formatiert, JSON serialisiertes Objekt in den Kontext und also als Variable hier in den Kontext und führt dann das Saga aus, oder das Order Saga aus. Jetzt gucken wir mal rein, was passiert, wenn wir also den Order platziert haben. Haben wir hier den ersten Schritt, Create Order. Und Create Order ist eine sogenannte Delegate Expression, die halt, ist ein sogenannter Delegate Schritt, der halt über eine Delegate Expression verfügt, mit der wir Expression Language nach dem entsprechenden Objekt suchen. Und das finden wir hier im Order Adapter. Das ist der Schritt, also es ist relativ unspektakulär, ist einfach ein Interface, was von Camunda kommt oder von der Engine kommt und über die Methode execute verfügt und halt den Kontext reingeben bekommt. Wir haben es dann als Spring-Komponente annotiert, damit es irgendwie einfacher zu finden ist. Ja, wir schreiben uns den, wir holen uns da das Order aus dem Kontext, ja, Prozessvariablen ist, sondern ist der Weg, wie halt Variablen in den Prozess der einzelnen Executions geschrieben werden können. Hier in unserem Fall halt das Ausführen, das empfangene DTO-Objekt. Ja. Da wir natürlich, da das halt nicht null sein kann, ist es ein Optional, was wir halt erstmal in ein Order, also wir müssen das DTO erstmal in ein Order Entity umbauen. Das wäre hier, das ist relativ unspektakulär, das sieht quasi genauso aus wie das DTO, verfügt halt über einen Customer, eine Description und einen Preis. Mm.
da, das Order wird also in der, genau, wird das Order, wird dann halt im Order-Service angelegt. Entity wird dann im Order-Service persistiert. Ja. Save Order geht. Und die ID der Order wird zurückgegeben, um erneut in den Kontext der Variable, also in den Kontext des Sagas zu schreiben. Der nächste Schritt wäre dann hier das Reserve Credit. Das ist genau, das ist wieder eine Delegate Expression. Das ist wieder ein Delegate Step, der halt hier Delegate Expression verfügt, Reserve Credit Adapter. Und der Reserve Credit Adapter kommt wieder in Kontext und ermöglicht dem Customer Service halt oder callt dann den Customer Service, um mit der gegebenen Order ID halt Credit, den Kosten, den Credit beim Kundenkonto zu reserven. Dann müssen wir uns dann jetzt erstmal den Order, die Order aus dem Order Repository holen. Die haben wir gerade im letzten Schritt abgespeichert. Und dann den zugehörigen Customer aus dem Repository holen. Dann können wir beim Kunden den Credit, das Credit Limit verringern und ihn wieder im Customer Repository wegspeichern. So, der nächste Schritt wäre dann halt, je nachdem, ob es klappt, ob es bis dahin geklappt hat, hier den Order approven oder halt auch nicht. Ja, das ist dann, ihr werdet schon sehen oder ihr werdet es euch schon denken, es gibt dann halt den Approve Order Adapter, wieder eine Delegate Expression, die aus dem Kontext gezogen wird, aus dem String-Kontext gezogen wird und sich mit der im Kontext befindlichen Order-ID halt die Order holt, beziehungsweise holt sie im Order-Service dann für die gegebene Order-ID die Order approved. So. Und wenn das durchgegangen ist, bis hierhin ist die Saga beendet und alles ist schön. Im Sinne von, der Positivfall ist eingetreten und die Order konnte ausgeführt werden. Wenn jetzt einer der drei Komponenten hier, der drei Schritte, irgendwie fehlt, wird eine Exception, ja, wird eine Exception geworfen. In unserem Fall halt hier als da in einem Subprozess, ja, Revert Activity Subprozess, hören wir halt als Start-Event auf alle Exceptions vom Typen Java-Lang-Throwable. Ist vielleicht ein bisschen breit, aber für Demo-Zwecke völlig ausreichend. Und dann werden die der bisher ausgeführten Schritt, dann werden die Compensators hier der bisher ausgeführten Schritte, der bisher ausgeführten positiven Schritte, werden dann die Compensators in umgedrehter Reihenfolge ausgeführt. So. Und ihr werdet euch denken, Compensator sind auch einfache Delegate Expressions oder die wir als Delegate Expression umsetzen. Refuse Order Adapter, guck mal rein. Refuse Order Adapter macht im Prinzip nichts, außer Order Refuse sagen, ja, und den Order auf Cancel zu setzen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das hier aussieht, wenn wir das ausführen. Also wir haben ja noch einen weiteren Kunden, nämlich Bertha, die hat 10 Euro Credit Limit. Wir sieht es in der Log-Ausgabe, ne? Folgt aus, hier reserving creating initial order, das ist hier Bertas Order, dann wird der Credit reserved,
Und ja, reserved credit with customer for with customer Bertha for order price of 4 Euros. Und der Order wird approved. Jetzt will Bertha ein bisschen mehr. Das dürfte auch gehen. Das weiß ich nicht. Nehmen wir mal 7 Euro. Und statt Bier, Pizza, statt Currywurst gibt es eine Pizza. Dann sieht es wie folgt aus. Auch wieder hier ist das Run Order. Genau, wird hier Order 4 created und gecancelt und Order 4 ist cancelled. In der Datenbank sieht das wie folgt aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Interesse ist. Ja, trotzdem mal drauf gucken. Die In-Memory SA Database, die sowohl Kamun als auch halt unser Order Table, als auch als auch meine Logik verwendet. Hier haben wir also jetzt irgendwie unsere zwei approveden Orders und unsere zwei gecancelten Orders. Es funktioniert also ganz ganz schnucklig. Jetzt haben wir hier, ich zeige es nochmal, das ist der Kamuna Modeler, das ist der Kamuna Modeler, der quasi das im Prozess oder den laufenden Prozess offen hat. Ja. Wenn jetzt gibt es irgendwie das sogenannte Cockpit von Kamuna, da könnte man jetzt hier irgendwie, könnte man irgendwas anderes drin. So. Ja. Okay. Never. Da haben wir halt, das kommt mit, ja. Irgendwie, wir haben eine Prozessdefinition in dem Service laufen. Create Order for Customer und da gibt es dann einige Informationen über den definierten Workflow, der gerade aktiv ist. Wir hatten ja gesagt, es gibt bloß eine Version, ja, Definition Version 1 und das hatte ich beim Starten auch versucht, auch darauf aufmerksam zu machen. Die Workflows sind versionsfähig und da sie auch langlaufend sind, sind Workflows, die einmal gestartet sind, werden auch nach Upgrade des Workflows, auch nach der alten Version weiter abgearbeitet. Das heißt, irgendwie ein Version 1 Workflow bricht nicht zusammen, wenn ihr in Version 2 ein Version 1 gestarteter Workflow bricht nicht zusammen, wenn ihr Version 2 des Workflows ausrollt. Das finde ich ganz interessant. Es gibt einige Informationen über den Workflow hier im Cockpit, dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, ich bin nicht der BPMN-Experte. Finde ich aber eine ganz interessante zugehörige, für umsonst mitkommende Feature-Set. So, das war die Demo. Source Code ist online, ist dann in den Links verlinkt und dann weiter. Ziehen wir ein Fazit. So, erste Transaktionen funktionieren nicht systemüberschreitend. Das ist jetzt vermutlich keine Neuerung, aber ich habe es nochmal erklärt, warum. Two-Phase-Commit ist keine Alternative. Es gibt das alte Datenbank-Patterns von Sagas, das eine Option sein kann, um verteilte Transaktionen umzusetzen. Distributed Transaktionen wollte ich sagen. Also das alte Datenbank-Pattern, der Saga-Pattern kann gut benutzt werden, um verteilte Transaktionen umzusetzen. BPMN als ausführende Engine ist unter Umständen, wenn ihr
dazu bereit seid, euch das, das reinzuziehen, eine attraktive Option, um das umzusetzen. Irgendwann ist jetzt, ja, Union spielt international. Am Donnerstag haben wir gegen Kups in Helsinki gespielt und jetzt am nächsten Donnerstag spielen wir weiter. Das ist das erste Mal seit 20 Jahren. Unglaublich. Hier sind die Links, die ich versprochen habe. Zum einen halt das Original Paper, dann gibt es den Talk von Chris Richardson, den ich damals gesehen habe, der mich zu diesem hier inspiriert hat. Camunda findet ihr unter camunda.com. Es gibt von Bernd Rücker, Gründer von Camunda, ein ganz interessantes Paper zu dem Thema. Die Slides findet ihr hier verlinkt und den Source Code unter der hier angegebenen URL. Die Taren Solutions sucht Kollegen. Wir haben Standorte in Bonn, Köln, Berlin und Freiburg. Wenn jemand von euch Interesse haben sollte, dann schaut doch mal auf dieser Seite vorbei. Vielen Dank.